Ah, hier ist Rolf von Tesla Owners US und hier sind die beiden. Das ist Roxana zu meiner linken Seite und sie hat das Model X gemietet und zu ihrer rechten Seite ist der Freund Tyler und der war nur der Beifahrer gewesen. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. Ja, also für einen neuen Rentner haben sich die beiden eigentlich sehr gut geschlagen. Und zwar haben sie das Auto eingestöpselt bei einer 120 Volt. Wenn das da über Nacht steht, ist das ja kein Problem, auch mal ein bisschen Strom zu schnurren. Und dann waren sie auch im Supercharger gewesen. Roxana liebt natürlich das Gelb. Und zwar ist das auf Spanisch Amarillo. Und der junge Mann daneben, der spricht leider kein Spanisch, aber naja, es macht ja auch nichts. Ist eine ganz interessante Geschichte, und zwar, weil das musste man nochmal korrigieren hier, der ganz interessante Geschichte, und zwar, weil ihr jüngster Neffe, der ist 7 Jahre alt, der ist ein absoluter Schwarm, der schwärmt absolut von den Tesla-Fahrzeugen und von der Beschleunigung von den Fahrzeugen. Der spielt den immer Videos zu und dann hat sie ihm auch mal einen Gefallen getan und hat mir gesagt, dann kann ich auch mal so ein Fahrzeug ausleihen. Und das kam natürlich dann von mir. Ja, und dann hatte ich noch was erklären müssen. Auf der linken Seite ist ein Controller und zwar ist das für den Anhänger, weil wir mit dem Fahrzeug ja auch ziehen und der Controller wird auch kann man auch manuell bestimmen oder manuell bremsen und die manuelle Bremse ist unten unter dem Lenkrad davor. Das hatte ich noch erklärt. Dazu braucht ihr natürlich jetzt nicht, die sind ja nur so durch die Gegend gefahren. Das ist ein schöner Sechssitzer, da können Sie eine große Familie mit reinpacken, die alle mitfahren. Und dann wollte ich eigentlich noch mal wissen, und das hatte ich aber schon gesagt, warum haben Sie überhaupt das Fahrzeug gemietet? Die hatten vorher einen anderen Tesla gemietet, nicht diesen, aber diesmal haben sie ihren Neffen den Gefallen getan, dass dieses Model X gemietet haben. Das Model X ist natürlich in Gelb und das bringt natürlich eine Menge Aufsehen, wenn das hier durch die Gegend fährt und als sie da durch die Gegend gefahren sind. Naja, ich habe das dazu gemacht, weil das eher eine Signalfarbe ist, weil mein Roadster wurde schon mehrfach übersehen und in mir reingefahren und dieses Fahrzeug, dieses große Fahrzeug und dann auch noch in Gelb, übersieht man nicht. Wenn man das übersieht, dann sieht man auch die Leute, die den Verkehr regeln auf der Straße und das sind dann meistens Verkehrspolizisten und das möchte man dann auch nicht machen. Ja, und so haben Sie sich dieses Fahrzeug für das verlängerte Wochenende gemietet? Ja, die haben das Fahrzeug natürlich sehr gemocht. Die haben natürlich auch einige Aufmerksamkeit bekommen mit dem Fahrzeug, weil das in so einem leuchtenden Gelb war. Für mich ist das leuchtende Gelb eher ein Warnzeichen, dass man mich nicht übersieht. Bei dem Roadster hat man mich einige Male mich übersehen und angefahren in dem Fahrzeug. Dann habe ich gefragt, wie die Fahrt überhaupt war. Die Fahrt war mit einer sehr weich. Das ist die Luftfederung dazu. Das ist natürlich ganz anders als eine Ölfederung dafür oder dass man eine Luftfederung dadurch hat. Und dann habe ich auch erklärt, dass wir das Joglenkrad geändert haben in einen normalen Lenkrad. Und der hat dann noch mal die Kamera rüber geschwenkt, das ist ein normales Lenkrad mit Alcantara hier, wenn man es sieht. Und
das lässt sich natürlich sehr angenehm damit fahren. Ja, und zusätzlich habe ich natürlich noch erwähnt, dass ich mein Model 3 bald zum Verkauf aufgeben werde und den in circa Preisknappe genannt, so um die 20.000. Falls Sie sich irgendwann später doch ein Modell, einen Tesla kaufen wollen oder ein Elektrofahrzeug kaufen wollen, das ist ja nun abgesehen davon, das ist die Future, also die Zukunft dafür. Und habe ich auch nochmal gefragt, ob Sie selber mal einen Tesla kaufen wollten. Und da haben Sie eigentlich zugestimmt, dass es mal so sein sollte. Natürlich ist das immer abhängig von den Einkommensbedingungen dazu. Und ja, na klar, die Vorteile liegen auf der Hand. Man braucht kein Gas zu verbrennen, kein Benzin zu verbrennen. Und man hat Ersparnisse dadurch. Und zusätzlich gibt es hier in den USA natürlich Bezuschussung. Das liegt auch am Einkommen. Bei einem Paar sind das $150.000 und einzeln sind das $75.000 als Einzelperson. Zusätzlich, was das auch noch gebracht hat, sie ist damit bei ihrem Vater vorbeigefahren und der hat das Auto gecheckt und der hat dann gesagt, oh, ich muss da mal bei Tesla vorbeifahren und ist bei Tesla vorbeigefahren, als er hier dieses Auto gesehen hatte. Ja, das ist ein Einfluss. Ich hätte natürlich ganz gerne dann den ihr meinen Referral-Code gegeben, aber der ist ja schon abgeschafft worden. Bei mir ist das Timing ist so nicht gut. Das passt nicht übereinander. Wenn Leute bei mir das Referral-Code benutzen wollen, dann ist es meistens, wenn kein Referral-Code angeboten wird. Ja, dann hatte ich nochmal das Punktesystem erklärt, wie das so funktioniert hat damals mit dem Referrals, was es leider nicht mehr gibt. Diese Punkte kann man jetzt nicht mehr sammeln. Und das ist ja aufgeteilt worden auf beiden Seiten. Und ich habe auch darum gebeten, dass sie vielleicht, wenn sie in der Zukunft sich ein eigenes Fahrzeug kaufen, dass sie, wenn sie darüber nachdenken, auch ein elektrisches Fahrzeug kaufen, jedenfalls ein Fahrzeug, das nicht Abgase verbrennt. Wir haben uns über die beiden gefreut, dass sie sich das Auto ausgeliehen haben. Sie haben auch viel Spaß damit gehabt, das Auto zu fahren. Wir haben denen alles Gute gewünscht für die Zukunft. Jetzt müssen sie irgendwie nochmal mit der Familie, das war am Sonntag gewesen, sind sie verabredet gewesen mit der Familie, bei der Familie essen, so wie das meistens ja ist. Und ansonsten wünschen wir denen alles Gute und vielleicht werden sie nochmal bei uns ein Fahrzeug anmieten. Die haben alle Möglichkeiten dazu. Ich habe denen den YouTube-Channel noch erklärt, Tesla Owners US, alles in einem Wort mit einer Flagge, natürlich Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.